Und noch ein Pokéball für uns. Und dann gehen wir mal hier rein. Da hinten liegt ein Item und ich möchte es haben. Los, Michael. Nein, vorher erwischt uns ein Zubat. Das haben wir aber schon. Von daher töten wir es. Unser Pokémon ist geheilt. Das ist nice. Wunderbonbon. Yay. Und wir können einen Kleinstein fangen. Wenn es jetzt nicht gleich stirbt. Oh, das ist gut. Denn wir haben ja jetzt genug Pokebälle. Restlichen Pokémon werden wir einfach töten. Hui, da ist ein Item. Zubat! Eigentlich könnten wir hier genauso gut ist das dieser Samen trainieren. Könnte ich eigentlich gleich machen. Noch ein Sonderbonbon. Yay! Und ein Einstein. Gott. Ja. Super Schutz. Yay. Super. Nee, aber vorher will ich erst noch hier, ouch. Einen Turtok haben. Mighty Turtok. It's so mighty. Und von diesen kleinen Viechern hier nicht wirklich viel XP gebracht. Sollte aber reichen. Oh Gott, das ist ja schön hier. Aquaknarre haben wir ja genug. Achso, da läuft man ja im Kreis. Ach, ich bin so vergesslich. Blödes Alzheimer. Ein Beleber. Die kleinen Stanikens. Sie wollen alle geköpft werden. Yay. Item. Bisschen. Super. Super. Irgendwas. Ich war zu schnell, ich geb's zu. So. Noch ein Tackle. Kritischer Schaden. Oben ist noch mehr. Super Trunk. Tränke kann man nie genug haben. Lol. Mach mal einmal Tackle und es geht daneben. Und Level 31. Und jetzt schauen wir mal nach den Sonderbonbons. Nassschweif. Ja, komm, mach Aquarelle weg. Ich weiß nicht, irgendwie möchte ich gerne den Aquaknarre behalten. So, noch zwei Level. Dann haben wir einen Turtok. Oh Gott, yay! Ich glaube, die wollen, dass man die ganzen Sonderbonbons hier reinsteckt, wa? So, dann geben wir dem lieben Shilock noch einen Sonderbonbon. Und es hat Level 35 erreicht. Da oben liegt noch ein Item.
Item? Oder haben wir Zubat nicht gefangen? Ich muss gleich nochmal nachschauen. Doch, Zubat haben wir gefangen. Ja, das irritiert mich gerade, weil die Pokébälle daneben nicht angezeigt werden. Wie bei den neueren Generationen, wenn man ein Pokémon gefangen hat. Da ist das nämlich so. Beleber. Das wird ewig dauern. Vielleicht suchen wir dann nochmal das Hauptquartier von Team Shocket. Was haben wir denn hier noch? Pokémon! Funpipi. Das ist ja irgendwie knuffig. Habe ich andere Pokémon auf dem Level? Merrill. Kleinstein. Ja, komm. Schick mal Merrill in den Kampf. Das finde ich irgendwie gerne. Das sieht lustig aus. Oh Gott. Danke. Ich hoffe, ich töte es jetzt nicht. Okay, das hält doch was aus. Jetzt wird's eng. Ja. Das ist mir jetzt egal. Der Ball explodiert. Oh! Also keine zwei Pokémon auf einmal fangen. Das ist gut zu wissen. Unser armes Merrill ist kaputt. Schade. Hallo, prähistorischer Stein. Hallo? Ich habe extra die Zivilisation verlassen, um Ruhe zu finden. Doch dann kam dieses Team Shocket. Ihre nächtlichen Techno-Partys hört man bis hierher. So viel zum Thema Ruhe. Ich habe nun diese Gegend verlassen, um ein neues, ruhigeres Fleckchen zu finden. Such mich nicht, gezeichnet der Einsiedler. Verscheucht von den Team Shockets. Boah, vielleicht darf ich mitfeiern. Ich bin so gespannt und voller Vorfreude. Uts, uts, uts. Techno Shocket featuring Mike Bam. Hallo, ich bin der Einsiedler. Sag mal, was hältst du von Team Shocket? Naja, sie haben einige Dinge gestohlen, die ich jetzt zurückholen muss. Du nimmst es also mit ihnen auf. Hey, das gefällt mir. Denn ich mag sie auch nicht. Ich helfe dir. Ruh dich ein wenig aus. Und jetzt sitzt ja. Nein. Gleich südlich von hier ist ein Eingang zu den Höhlen. Versuche in der Höhle nicht auf die höhere Ebene zu steigen und such den zweiten Ausgang. Du kannst natürlich auch woanders in die Höhle gehen. Wichtig ist nur, dass du den östlichen Ausgang der unteren Ebene suchst, okay? Wir müssen runter. Ich meine jetzt. Okay, dann müssen wir da runter. Hm? Dann gehen wir mal hier rein. Und suchen. Da unten ist die Leiter. Da unten ist eine Leiter. Hey.
und bis es in die Hose geht. Ach, schön, wenn die Pokémon nicht nerven.